Hier spricht Ustra. Es geht weiter mit Rune Factory Frontier und ich habe ein bisschen Reis besorgt, denn unsere Lieblingslieblinge wollen natürlich auch Geschenke haben und die müssen wir natürlich mit liebevoller Hand zubereiten. Und es regnet mal wieder und wir sind jetzt wirklich langsam, aber sicher am Ende des Herbstes angekommen. Das freut mich persönlich natürlich am meisten, denn ich freue mich schon auf den Winter. Und ja, es ist eigentlich wirklich nur noch diese Woche. Also, out of game. In der ihr das sehen könnt, wo jetzt auch, ja, wo das denn passiert. Das freut mich. Und dann können wir ab nächste Woche in den Winter starten. Und dann habt ihr auch wieder die Möglichkeit zu bestimmen, was im Frühling auf den aufs Feld kommt. Das wird hoffnungsvollerweise eine tolle Sache, denn ich bin immer gespannt und freue mich immer darüber, wenn ihr mitentscheidet, was hier abgeht. Und im Moment ist ja nicht so viel zu bestimmen auf dem Kanal, muss man ja einfach mal sagen. Aber im Laufe der Zeit wird das wohl wieder etwas besser. Aber es kommt vor allen Dingen daher, weil ich im Moment wenig Projekte habe, wo sie es aktiv wirklich anbietet, Dinge mitzubestimmen, außer vielleicht Elder Scrolls und außer jetzt vielleicht hier Rune Factory und vielleicht noch Super Mario, je nachdem. Also da, aber dann halt eher weniger als Voting, sondern eher als Mitmachen in den Kommentaren, welche Sterne ich machen soll. Sonst ist im Moment nicht viel da, aber es wird sich in Zukunft auf jeden Fall wieder ändern. Aber das werde ich an anderer Stelle bestimmt noch einmal erwähnen. Und jetzt kommt erstmal der Bürstmeister rum und versorgt unsere liebsten Tiere. Schrägstrich Monster. Schrägstrich Rotzklumpen. Ne, Klobi? Und ich bin mir immer noch nicht sicher, wie wir das jetzt machen sollen mit der Tür und Uzuki. Anscheinend muss man eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Wie, man muss erst einen Tag zur Tür, am nächsten Tag erst mit Uzuki sprechen. Das heißt, ich versuche heute... Was heißt, ich versuche? Ich werde an diesem Ingame-Tag nicht mit Uzuki sprechen. Und werde nochmal runter zur Tür laufen. Werde da nochmal ein bisschen... Hallo, Luft. Werde da nochmal versuchen... die Tür anzuquatschen und dann nichts machen mit Uzuki und dann am nächsten Tag werde ich zu Uzuki gehen. Wenn es dann irgendwie auch nichts gibt, dann bin ich verwirrt, denn wir haben alle Events und manchmal finde ich es traurig, dass es tausendmal gefragt wird, ob wir irgendwelche Events schon gehabt haben, weil ich meine, ich habe alles aufgenommen, also sollte es eigentlich wenig Bedarf für Fragen geben, wie habt ihr die, ist dieses Event schon gelaufen oder ist dieses Event schon gelaufen, das hätte man ja alles sehen können. Böse. Einfach durch die Videos skippen und nicht sehen, wie mit Uzuki gesprochen wurde auf dem Observatorium oder nicht den Streit zwischen Uzuki und Tsubute, wo der dann tagelang weg ist. Naja, wollen wir nochmal drüber hinwegsehen, damit du Bescheid wirst. Ich weiß alle Dinge. Aber ich habe nichts zu verschenken heute für Annette. Passiert. Hi Annette, trotzdem. Moin. Well, well, what? Eben, finde ich auch. I'm wearing boots that make me taller. Oh, nice. They're uncomfortable and no one noticed, so I'm gonna quit wearing them. Du kannst dir ruhig bequeme Schuhe anziehen. Rosettas Heimat ist sehr weit weg. Es muss schwer für sie sein. Aber ich glaube, sie hat wirklich andere Schuhe jetzt an. Aber das kann ich nicht genau sagen. Ich habe da nie auf die Schuhe geguckt. Wie geht es dir? Gut, alles gut. Also, als ich dich das erste Mal sah, hielt ich dich für einen kränklichen Jungen. Aber jetzt siehst du richtig gut aus. Wirklich? Danke. Sie macht mir auch immer Komplimente. Immer los Komplimentos. Das ist sehr gut. Dann fühle ich mich bestätigt in meiner Person. Und wir gehen dem täglichen Geschäft nach. Es ist im Moment echt die super Schwierigkeit, wo wir weitermachen. Ich möchte jetzt nicht, dass jede Folge gleich ist. Ich muss mich entweder irgendwo weiter mit Moppels kloppen oder ich muss versuchen,
irgendwie Events weiterzudrücken. Das ist zumindest meine Idee an dem Ganzen. Aber es scheint beides nicht so einfach zu sein, wie ihr merkt. Denn mit Moppels kloppen... Ich könnte mich mit den ersten Goblins kloppen in der Walruine. Für viel mehr... weit aus dem Fenster gelehnt, aber überspitzt dargestellt, für mehr reicht es im Moment nicht. Deswegen werde ich mal schauen, eventuell, dass ich in der Schneeruine weiterkomme oder dass ich halt versuche, im Handwerk weiterzukommen und endlich mal wenigstens den stylischen Hut bauen kann. Dafür fehlen uns, glaube ich, noch 4 oder 5 Punkte. Dann habe ich genau diese 20er-Grenze und dann können wir wenigstens ein so ein Ding mal machen. Und dann wissen wir auch, was das aktuell bringt. So, ich hoffe, die Rüben sind auch schon fertig. Dann haben wir auch die 75.000 und können uns dann hoffnungsvollerweise noch vor dem Winter das zweite... Dankeschön fürs Gießen. Das zweite Stockwerk bauen. Da bin ich auch stark hinterher, weil ich glaube, ohne das können wir überhaupt keine richtige Beziehung eingehen bei dem Game. Ich habe das schon mal gefragt und frage es jetzt wieder. Wieso nicht? Ich meine, ich kann doch mit jemandem zusammen sein, dass er in meinem Bettchen schläft, oder? Ich meine, ehrlich jetzt mal. Aber das Spiel weiß wahrscheinlich jetzt genau, worauf es hinaus will. Gehen wir mal weiter. Nehmen noch die Rüben mit. Ich glaube, ich werde ein bisschen angeln, denn... wir haben hier noch zweimal Runenpower, jetzt habe ich's. Und die sollten wir nicht verschwenden. Und ich würde gerne mal in den grünen Bereich kommen beim Angeln. Das habe ich auch noch nicht einmal geschafft. Ah, aber ich glaube, das werde ich auch nie schaffen. Eventuell liegt hier in den grünen Ruinen am Angelskill. Und da war's. Oh nee. Ah, da war's. Okay. 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 Ah! Ich dachte, jetzt hätte ich's. Ich dachte, es wird immer denselben Schnacker machen. Einmal versuchen wir es noch. Ich versuch's echt auf grün. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Mann! Nee. Ja, angeln! 1, 2, 3, 4. Wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Ich will es im grünen Bereich sehen jetzt. Aber anscheinend nicht. Dann halt nicht. So nämlich. Ich weiß nicht, ob ich meine Angel übrigens noch verbessern kann. Eine sehr gute Frage. Es ist schon wieder 10 Uhr in-game. Ah! Wir haben so viel zu tun, so wenig Zeit. Also gib Gas beim Rübenpflücken. Flim, flam, flaupel und zurück geht's. Wir haben noch ein paar Frauen zu beschenken, die Lava-Ruine zu bestiefeln und wir müssen irgendwas noch erreichen. Das ist mein Plan. Also Avanti, 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 Avanti. Schnell, 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 schnell. Go, 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 go. Ich hasse Regen. Die Musik im Game ist so cool und jeden zweiten Tag mindestens im Herbst wird es hier unterbrochen durch Regen. Ich weiß, ich könnte mir eine sonnige Woche wünschen. Aber ich finde, das ist Verschwendung von Runis. Grob gesagt und... Ich benutze sie im Moment für gar nichts, außer dass sie rumliegen und nichts tun. Aber vielleicht wird das ja noch besser mit der Zeit. Mal schauen, was passiert. Erstmal müssen wir mit Jess Cinnamon reden. Denn sie hasst Regentage. Und wir schenken ihr eine Regenbogenforelle. Bitteschön, meine Süße. Thank you. Gerne, gibt's irgendwas richtig Neues? Morning. Morgen. Fish is in season. Trampoli has a lot of good place, but there aren't. Keine Angelausrüstung, das stimmt. Ob ich ihr eine Angel schenken kann, ist die andere Frage, die sich mir stellt. Kann ich also theoretisch noch eine einfache Angel bauen und dann eine Angel. Kann ich Angel oder kann ich irgendwas auf den
Ja, ich kann sie theoretisch auch halten, also nicht als Werkzeug, sondern verkaufen, sondern auch verschenken. Vielleicht mache ich das mal, vielleicht mag sie eine neue Angel haben. Ist auf jeden Fall eine Idee wert. Und ich glaube, heute sollten wir auch nochmal vernünftige Bücher kriegen im Runenarchiv. Ich bin gespannt, was wir da noch rausziehen können. Ich hoffe eine ganze Menge. Denn auch wenn ich Geld sparen möchte, kein Problem, auch wenn ich Geld sparen möchte, will ich natürlich immer auf dem neuesten Stand sein. Krankheiten sollte man behandeln, das stimmt. Nachforschung zur Heilkräuter anstellen und sich dabei mit Cinnamon und Melodie unterhalten. Ist viel unterhaltsamer, als alleine medizinische Bücher zu studieren. Nein, danke. Ich möchte keine medizinischen Bücher ever studieren. Auch weil ich Blut nicht sehen kann. Hm. Vor allen Dingen das eigene. Da bin ich immer total paranoid. Blut abnehmen bei Ustra. Ah, kettet ihn an. Ah, oh, es ist wieder aufgeräumt. Yay. Es ist jetzt nicht schön und sauber. Wenn es so sauber ist, kann ich viel lesen. Ich glaube wirklich, dass du öfters aufräumen solltest. Hm. Good morning. Moin. Was möchte ich als nächstes lesen? Okay, oder was könnte ich? Ich kann dir auf jeden Fall Reisbällchen schenken. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz oben auf meiner Liste. Bitteschön. Jetzt kommen wir auch an dieses Regal dran. Das kann ich nicht lesen. Okay, dann halt nicht. Und dann dieses Regal kommen wir ran. Ich kann das nicht lesen. Okay, also auch blöd. Okay, wir gehen mal raus und rein. Mal gucken, ob sie sich dann woanders hinsetzt. Schafft es jetzt immer dienstags? Oft dienstags den Schussverkauf zu machen und mittwochs. Ah, jetzt ist sie gar nicht da. Ah, Mann. In Uzuki's country, there's a legend about a princess that came from the moon. Isn't that romantic? But yeah, I discovered that hearing someone tell a story directly can be really fun too. Do you ever want to spontaneously get out and run when you've been inside reading all day? I rarely ever stay all day indoors to read. Ja, ich habe keine Zeit zu lesen. Möchtest du ein paar Bücher kaufen? Bist du wieder pleite? Naja, es gibt schon ein Buch, das ich gern hätte, aber ich habe kein Geld mehr. Bitte, stell dir einfach vor, du würdest mir einen Gefallen tun. Die Sache ist die, ich brauche jetzt eigentlich gar kein neues Buch. Selfie, dann solltest du diese Gelegenheit einfach nutzen, um zu lernen, wie man mit Geld umgeht. Ach komm schon, jetzt fang nicht wieder damit an. Hm. Mit Geld umgehen, Geld rauswerfen, jetzt neue Bücher kaufen, jetzt. Dass überhaupt noch Bücher in der Bücherei sind und dass ich nicht schon alle verpfänden musste, um andere Bücher zu kaufen. Ist die andere Frage. So, wir können nach Melody gehen? Nein. Wir können nach Uzuki gehen? Nein, weil wir wollen nicht. Weil Dinge passieren eventuell. Und da müssen wir uns drum bemühen. Hier ist der gute Danny und dem schenke ich. Ich schenke dir meine Atemmaske. Why not? Hier. Ich gebe meine Legende von Dr. Love einfach an dich weiter. What's this? Du bist nicht gerne nett. Du bist nicht gerade nett. Moin. Ob es Rosettas Vater schon wieder besser geht? Ich kann nur eins tun. Hier bleiben, damit der Laden weiterläuft. Das stimmt. Mehr soll es doch nicht tun. Rosetta ist nicht hier, daher muss ich mich ordentlich anstrengen. Das Geschäft öffnet wie gewöhnlich. Du kannst deine Einkäufe also immer erledigen. Hm, ich weiß ja nicht. Mal gucken, was da noch rauskommt, wenn Danny den Laden... Wenn Rosetta wieder zurückkommt, was alles schiefgelaufen ist. Da bin ich gespannt. Könnte sein, dass unsere liebevolle Tao... nee, die ist hier, okay. Hätte sein können, dass sie ja schon bei uns zu Hause rumliegt. Im heimlichen Haus. Ich hoffe, sie besucht uns nicht mehr, wenn man eine Freundin hat. Das wäre merkwürdig. Thank you. I love it. Kein Problem. Gerne für dich. Good sonst morning. Irgendwas? It's raining today. You don't need to water the crops when it's like this, so it's pretty convenient. Torte and his friend are always outside, so I thought I could let them inside once in a while. Okay. And then they ran away.
Ich wäre auch weggelaufen. Dass dieses Monster in der Lava-Ruine besiegt, unglaublich. Ich will Turner nicht schenken. Wir gehen nicht nach Uzuki, aber definitiv nach Unis. Denn ich will dir die Herzbrosche schenken. Das habe ich jetzt mich die letzten paar... Nein. Das habe ich die letzten paar Male vor mich hergeschludert. Und das mache ich jetzt definitiv. Bitteschön. Oh, das sieht süß aus. Was für ein süßes Rubinbrosche. Okay. Und das ist für mich? Ja, das ist richtig. Good morning. Habe ich dir schon erzählt, wann ich Geburtstag habe, Ostra? My birthday is on the 17th of autumn. It's the season when everything tastes good. Dies ist die schönste Jahreszeit für Strickarbeit. Ich überlege, was ich dieses Jahr stricken könnte, okay? We're always enjoying the vegetable. Okay, aber du wirst nicht... Hast du mal daran gedacht zu heiraten, Ostra? Noch nicht. Hm, klar, ist wohl noch zu früh, oder? Hm, naja. Puh. Was ist passiert, Onis? Es ist wieder mehr geworden. Meinst du dein Gewicht? Sag das nicht! Ich hatte schon abgenommen und nicht mehr so auf mein Gewicht geachtet. Jetzt stehe ich wieder am Anfang. Klingt gar nicht gut. Oh Mist, Entschuldigung, das ist mein Fehler. Früher fühlte ich mich oft einsam, aber jetzt habe ich viele neue Freunde dazu gewonnen. Die Brosche steht ihr wirklich gut. Aber ich glaube, dass sie zugenommen hat, liegt etwas an dem Ostrabären. Wie kommt das? Ich kann mir nicht vorstellen, wieso. Eventuell, weil ich sie mit Süßkram fütter. Ist es gemein? Definitiv. Ist es gewollt? Definitiv nein. So, Uzuki lassen wir in Ruhe. Und wir gehen gleich in die Lava-Ruine. Ich bin echt... Weiß ich nicht, es fühlt sich so komisch an, einen Tag zu warten, bevor ich generell wieder mit ihr spreche. Das ist, wer kommt denn auf sowas? Bitte schön, Reisbrei. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Thank you very much. Weil mehr können wir nicht Good tun. Moin. Flower is an all-purpose. Okay, wir kommen auch nicht weiter bei ihr so richtig. Some relaxed tea when you can't sleep at night. You can make it from relaxed tea leaves. Melody has said that she loves it too. Sehr gut. Das bisschen Regen sollte dir nicht die Laune verderben. Tut's ja nicht. Beruhigt dich das prasselnde Geräusch der Regentropfen auch so? Du musst den Dingen etwas Positives abgewinnen, mach ich doch. Monsters attack humans, so, that I so, hallo Bianca. Oh, good morning. It certainly is getting more comfortable now. Weißt du vielleicht irgendwas Interessantes, was man tun könnte? Nope. Weißt du vielleicht was Interessantes? Nope. Wir gucken mal eben auf die Mädels. Auf den Mädels-Kompass und da steht, wir sind bei Lara 3, wow. Wir kommen hier nicht weiter bei Tabata, mit nur zwei Herzchen ist nichts, es ist nichts, es ist weniger als nichts, es ist sehr wenig. 5, 4, 6, fast 7, wow. Fast 7 bei Uzuki, das ist ja richtig krass. Rosetta ist im Moment am heftigsten. Warum auch immer? Oh, jetzt, ich wollte extra warten, bis sie anfängt zu singen. Und jetzt fängt sie an zu singen, da gehe ich gerade raus. Toll. Na, toll. Auf in die Lava-Ruine. Das Abenteuer erwartet dich und mich. Es lädt dich ein. Und schlägt dir sicherlich nicht ins Gesicht. Von daher, auf ins Abenteuer. Was können wir noch tun? Wir können immer noch Silber irgendwie abernten. Und irgendwas aus Silber bauen. Ich weiß nicht, ob wir Gold überhaupt schon verarbeiten können. Wir können auch den roten Kern verarbeiten. Theoretisch, weil ich im Moment nicht sehe, für was der sonst noch ist. Und wenn der noch für irgendwas anderes sein sollte, dann mache ich den Boss einfach noch. Einfach. Naja, dann mache ich den Boss nochmal. Auf ins vierte Geschoss, denn da ist die Tür. Ich hoffe, wir kommen weiter. Das wäre richtig toll. Ich mein's ernst. Ich hoffe, wir kommen da weiter. Nein, nicht Mo. Ah, Mist. Okay. Mal schauen. Stopp, wird zu weit. Es öffnet sich nicht. Ja. Ich versuche später nochmal. Das ist der richtige Gedanke dazu und... Sakura!
Au! So, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte, wenigstens Qualitätskleidung. Jeppa, jeppa! Au! Au! Wie konnte ich jetzt gestunt werden? Naja. Silber müssten wir hier eigentlich auch kriegen. Wir gucken mal gerade. Möchte denn niemand ein Zentaure sein oder ein... Ich weiß gar nicht, was wir sind hier. Ein Minotaurus ist es. Entschuldigung, nicht Zentaure. Entweder ein Minotaurus oder ein... Einer von diesen Grobian. Ja, ich wollte das Altmetall aufnehmen, während ich verprügelt. Das ist genau das, was ich machen wollte. Gut mitgedacht, Ostra. Dann kann ich mich immer auf dich verlassen. Eieieiei. Was kommt hier raus? Wieder diese Viecher. Okay. Daneben. Wulis. Okay. Und hier sind dann wieder Felder und wir kommen da nicht weiter. Okay. Da ist auch nichts drin. Okay. Wir haben wieder ein Stück Silber. Mal gucken, was wir noch bauen können. Wir können wahrscheinlich noch eine ganze Menge bauen. Und wir haben immer noch genug Altmetall, um, ich sag jetzt mal, die Gießkanne wieder neu... Ach, gut, das mit dem Schmieden bringt uns ja handwerklich nicht weiter. Ah, warum ist das nicht miteinander verbunden? Wieso? Wieso? Ich hätte gerne, dass alles verbunden ist. Das wäre schön. Aber ist es nicht. Von daher... Auch mal gucken, was wir noch alles handwerken können. Und wir gucken mal eben, bevor wir handwerken. Hallo, tau. Bevor wir handwerken können, ob wir eventuell die Angel noch weiter verbessern können. Oder ob wir einen Speer machen können. Das wäre natürlich auch interessant. Eisen, dünner Stock. Gucken wir uns erstmal das an. Eisen. Haben wir noch Eisen? Hier drin definitiv nicht. Aber wir gucken erstmal, was sonst noch geht. Das mit der Lanze können wir mal anders machen. Hier, Angeln. Anfängerangel. Dönerstock, Bambussprotte. Haben wir noch eine Bambussprotte? Wenn ja, hoffe ich das. Dann können wir uns nämlich eine neue Angel machen, wofür wir auch Bambus brauchen dafür. Aber yes, wir haben noch welche. Sehr gut, sehr vorbildlich. Sehr schön. Ich denke, wir sollten den roten Kern benutzen. Durchschnittsangel, yes. Kling, kling. Oh, ist Level 2 diese Angel. Was kann die denn? Was macht diese Angel denn viel anders als die anderen Angeln? Info. Die Angel für den wahren Angler. Werde jetzt nicht überheblich, du hast noch viel zu lernen. Okay, sieht auf jeden Fall schick aus. Also wir können auch nochmal eine Billigangel. Oh, ach, eine Billigangel können wir auch nicht bauen. Okay, also können wir leider keine Angel verschenken. Platin haben wir zwar da. Regenbogenkanne haben wir nicht. Weil wir nicht die größere Dings haben. Wir haben nicht die größere Dings und daran liegt's. Okay. Müssen wir doch mal die andere größere, bessere... Schmiede noch kaufen. Roter Stock. Wow. Meteoritenstock, Blasenrute, Windkristall, Gaia-Rute. Wir haben eine ziemliche Menge an Zeug, die wir definitiv bauen können. Das andere ist natürlich, ob wir das bauen wollen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier weiterkommen. Wir können den Rübenkopf höchstwahrscheinlich machen. Aber auch dafür brauchen wir dann eine hübsche Schale. Hasenohren, dafür brauchen wir ein Haarreif überall. Haben wir auch gerade nicht zur Hand. Strickschal können. Wir können Schal, Wollknoll machen. Wir können Schale, Schals. Shark Savior können wir noch machen. Da gucken wir mal, wie wir das machen. Da brauchen wir Wollwoll. Put the Wollwoll in den Garnspinner. Let's get it going. Und dann gehen wir gleich nochmal nach der Wolle.
Beim Gedanken, was die Maschine alles aus einem aus einer Wolle machen könnte, bin ich ganz aufgeregt geworden. Okay, das ist Wolle, Meister. Gut, ich tue Wolle rein. Wollknochen. Okay, aber nur eins oder wie oder alle? Alle neun? 12 Stück, wow. Okay, dann können wir definitiv ein paar Schaldinger machen. Auf jeden Fall. Vielleicht bringt es Punkte, wenn es Punkte gibt. Bombig. Strickschall Level 3, wow. Vielleicht bringt er sogar noch was. Jetzt habe ich total den... Wo, was? Wie ein Schal wollte ich machen? Da. Level 4. Wird immer besser. Davon können wir doch einige machen. Und es gibt einigermaßen noch Punkte. Also warum sollten wir es nicht bauen? Wieder ein Skill. Ja, wir brauchen noch 2 Punkte. Komm schon, Strickschal. Nein, wir haben nichts mehr. Ich guck mal, ich bin mal gespannt, was der Level 4er Strickschal uns gibt. Er gibt uns 2 Verteidigungen mehr, aber weniger Magie. Hm. Wir verkaufen das Ganze aber mal. Ich bin mir nicht sicher, wie wir jetzt noch 2 Punkte eben auf die Schnelle kriegen können. Ich weiß, wir können immer noch den roten Kern benutzen. Ob das einen Punkt gibt, weiß ich nicht. Oh, Erdbeeren raus. Nein, Erdbeeren weg. Und 10 Rüben mal weg. 12.000, wir haben definitiv genug Geld für unser neues Haus, / unser neues Schlafzimmer. Wenn wir eine zweite Etage haben, wird das Haus wahrscheinlich komplett anders aussehen. Da freue ich mich schon extrem drauf. Das können wir dann hoffentlich in der nächsten Folge machen, wenn diese Folge dann nicht regnerisch ist. Wenn ja, müssen wir uns noch bis zum Winter gedulden. Aber ich hätte gerne im Winter dieses wunderbare Haus. Dann haben wir vielleicht einen Kamin, können uns warm halten im Winter. Wo ich erstmal gucken muss, ob ich den vielleicht anmachen kann, den Kamin. Hi, ich möchte gerne ein Buch kaufen. Jetzt möchte ich mal wissen, was so abgeht. Alles schon gekauft. Und bringt also aufräumen bringt uns hier kaum noch was. Ich weiß nicht, ob wirklich nochmal neue Bücher reinkommen in den Laden. Im Moment sieht es nicht danach aus. Wir porten mal zurück. So, wie kriege ich jetzt... Moment. Bevor ich jetzt... Das war dumm. Das war dumm. Wir gehen jetzt erst auf die Wahlinsel. Wir lassen vielleicht noch mal Iris aus dem Spiel und gucken dann lieber, was wir noch bauen können. Für 2 Punkte, irgendwas müssen wir noch haben. Komm, kommt Leute. Irgendwas werde ich noch aus dem Hut zaubern, dass wir einen Hut bauen können. Ich weiß nur noch nicht was. Aber es wird grandios und großartig und wir haben auch kaum noch RP. Aber wir können immer noch baden gehen, falls wir wollen. Eventuell wird es auch mal vom Ingame-Tag her eine kurze Folge. Wer weiß das schon? Huch. Denn wir brauchen ja eigentlich nicht jedes Mal voll durchzuziehen, weil wir, im Moment warten wir auf abends auf nichts. Ah, komm schon. Das war nicht clever. Das ist besser. Und auch hier die Moondrops scheinen gut zu wachsen. Dann mal wieder runter vom Wal. Ups da. Runter vom Wal, wieder rein ins Haus, nochmal was gebaut. Und vor allen Dingen nicht mit Uzuki gesprochen. Es ist extrem merkwürdig, nicht alle Mädels abzuklappern, aber ich kriege das mal einen Tag. Einen Tag kriege ich das mal hin. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wieder rein. Jetzt ist die Frage, was können wir bauen? Wir haben noch den roten Kern. Ich weiß nicht, wofür wir das gebrauchen können. Ich weiß, dass man damit nochmal einen Ring bauen kann. Meine ich. Ach, die Walmütze kann man mit einem stylischen Hut machen? Ja, das ist auch witzig. Herzanhänger kann man hier mit einem Anhänger und einem roten Kern machen. Deswegen machen wir uns einen Anhänger. Insektenkiefer und Eisen.
Insektenkiefer, roter Kern und Eisen. Was ist der Insektenkiefer für ein Level? Auch 5. Level 5, das war Level 5 und das ist Level 4. Also werden wir etwa ein Level 5 oder Level 4 Item machen können. Und das sollte ja auch hoffentlich Punkte bringen, Anhänger erstmal. Wenn der Punkte bringt, wäre ich überrascht, aber... Level 6 Anhänger, wow. Und jetzt machen wir den... Herzanhänger. Dafür haben wir auch alles. Der wird jetzt auch Level 6 oder so. Level 5, wow. Und ein Skillpunkt hat uns gebracht. Mal schauen, was uns ein Level 5 Anhänger gibt. Er gibt uns ein Verteidigung mehr als der Erdanhänger und ist damit unser neuer Favorit. Warum nicht? Wir haben sogar noch einen Herzanhänger. Interessant. Einen Punkt brauchen wir noch. Leute, was kann ich noch bauen? Jetzt wird es interessant. Habe ich noch einen riesen Hahnenkamm? Ich glaube, den musste ich abgeben für den Kanon, ne? Ich glaube, den habe ich nicht mehr. Ich gucke nochmal hier. Fehlen ist klar, dass wir die haben. Ein riesen Hahnenkamm ist leider nicht mehr dabei. Wie küttert denn? Wir haben aber noch Gold. 3 Dinger sogar. Also können wir entweder irgendwas aus Gold herstellen. Ich wünschte, ich würde es besser sortieren können. Aus Gold herstellen. Wir haben noch die Möglichkeit, einen Erdanhänger zu bauen. Anhänger, Silber, Erdkristall, Wurzel. Okay. Denn dafür müssen wir... Nein, nicht gießen. Denn dafür müssten wir theoretisch auch alles haben. Machen wir nochmal hier so einen Insektenkiefer. Und einmal Eisen und dann Silber. Und einmal Eisen. Da müssen wir gleich mal gucken. Und ich würde gerne RP regenerieren. Ich hoffe, ich habe noch was zu schnabupseln dabei. Butter habe ich noch dabei zum Essen. Garnelen-Sashimi. Yes, wir haben noch ein bisschen was zum Essen dabei. Ein Glück, dass ich nicht komplett mittellos bin. Runter damit. Und auch runter mit den Garnelen. Yes, sehr gut. Erstmal den Anhänger bauen. Level 6, super. Und für das andere brauchen wir folglich was? Wasserkristall. Ah, wenn ich einen kaufen würde, könnte ich mir auch einen Tropfenanhänger machen. Aber wir machen einen Erdanhänger. Erdkristall und Wurzel. Habe ich noch Wurzeln dabei? Nein, Erdkristall habe ich noch dabei. Wurzeln leider nicht. Aber davon habe ich komischerweise noch ein paar. Kommt schon, Wurzeln. Das schaffen wir. Nein, schaffen wir nicht. Schaffen wir aber beim zweiten Mal schaffen wir das. Los, streng dich an, Ustra. Jawohl, knapp aber immerhin. Skill up, okay, und jetzt können wir hoffnungsvollerweise, haben wir alles dabei, um einen stylischen Hut zu bauen. Das wäre mega. Hübsche Schale habe ich irgendwo verdaddelt, okay. Habe ich die jetzt benutzt? Das wär merkwürdig. Nein, da ist er doch. Oh, ich wollte schon sagen. Ich weiß, das Fenster zum Agieren und Reagieren ist jetzt klein. Aber das ist nicht schlimm. Yes. Ach, das geht ja sogar noch, das Fenster. Oh nein, das ist doch kein stylischer Hut. Das ist auf keinen Fall ein stylischer Hut. Wie viel bringt er denn? 55 plus 60. Boah. Auch wenn man es nicht glaubt. Oh Gott, ey, das sieht aus wie ein Lampenschirm, den ich trage. Naja, das war's von dieser Folge. Von Rune Factory zumindest. Ich bin froh, dass ihr dabei geblieben seid. Wir verbessern uns stetig. Schaltet in der nächsten Folge wieder rein. Für mehr interessante Dinge. Bis dahin.